damit Sie Jenny noch mehr Spaß haben. Bitte beachten Sie, dass die automatischen Stadtbilderklärungen erst mit der Abfahrt des Schiffes beginnen. Vielen Dank und viel Spaß. Genießen Sie mit uns Valley. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Ihre Stern- und Kreisschifffahrt. Willkommen to Berlin. Stern- und Kreisschifffahrt in Berlin on River Spree. Drinks. Nice drinks. This is my Coke. Nicht nur Bertolt Brecht und die Dreigroschenoper haben das Berliner Ensemble berühmt gemacht, hier auf der rechten Seite. In diesem Theater, hier am Schiffbauer Damm, hatte Gerhard Hauptmanns Die Weber 1893 seine Uraufführung. Von 1903 bis 1906 war Max Reinhardt der Direktor des Hauses. Berühmt wurde er 1905 mit Shakespeares Einsamernachtstraum. Eigens für dieses Stück hatte Felix Mendelssohn Bartholdy die Musik komponiert. Wenden wir uns jetzt nach links der jüngeren Geschichte zu. Zwischen dem neuen Geschäftshochhaus Spreedreieck und dem Bahnhof Friedrichstraße steht ein blauer Flachbau, der sogenannte Tränenpalast. Vor der Wende war der Bahnhof als Grenzkontrollstelle in der Mitte geteilt. Menschen aus dem Westen konnten hier mit der U- oder S-Bahn in die DDR einreisen. Eine Einreise in die DDR kostete bis zu 25 D-Mark Tagesvisum. Die Verabschiedung war oft mit Tränen verbunden. Daran erinnert der blaue Pavillon. Schon damals wurde der große Grenzabfertigungsschalter Tränenpalast genannt. Der Eintritt in die heutige Dokumentationsstätte ist kostenlos. German commentaries. We're seeing English translator. Speisen und Getränke. Vorne ist die Kuppel des Reichstagsgebäudes zu erkennen und direkt links sehen Sie das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Eine Anlaufstelle für alle, die ausführliche Informationen über die Bundesregierung und ihre Tätigkeit suchen. Der Schiffbauer Damm auf der rechten Seite war tatsächlich ein Ort, wo im 18. Jahrhundert holländische Schiffbauer tätig waren. Reichstag. Zur rechten Seite sehen Sie zwischen der Weidendammer Brücke und der Reinhardtstraße den sogenannten Schiffbauer Damm. Benannt nach holländischen Schiffbauern, die zu Zeiten des großen Kurfürsten nach Berlin kamen und hier arbeiteten. Die Schifffahrt war für Berlin seit eh und je von großer Bedeutung und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. So wurde zu Beginn der industriellen Revolution ein Kanalsystem von Wasserstraßen geschaffen, das neben der Spree neue Wirtschaftsstandorte in Berlin miteinander verband. Heute sind es vor allem Touristen und Berliner, die unsere Hauptstadt auf diesen Wegen für sich entdecken. Close the book. Yeah.
in der Arbeit in der Form. Heute nichts. Ja, aber das war ganz anders. Und wenn irgendwas war, das hat mir keiner gesagt. I mean, when you're of the German Parliament. Viel Zeit ist vergangen. Die Mauer ist weg. Heute ist von der alten Station nichts mehr zu erkennen. Insgesamt war die Berliner Mauer 157 Kilometer lang. Umschlossen ist Berlin bis zum 9. November 1989. Einige Mauerstücke sind gleich vorne rechts im Inneren des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses noch zu entdecken. Das Gebäude ist Sitz der Parlamentsbibliothek. Links sehen wir zunächst auf das Jakob-Kaiser-Haus, ein Bürogebäude für die Bundestagsabgeordneten, die Fraktionen und die Bundestagsverwaltung. Direkt daneben blicken wir auf das dunkle, historische Gebäude des früheren Reichspräsidentenpalais, heute Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Zentrum des Regierungsviertels ist das Reichstagsgebäude, der Sitz des Deutschen Bundestages. Die neue Kuppel ist ein Entwurf des britischen Architekten Lord Sir Norman Foster. Sie ist 38 Meter im Durchmesser und hat eine Höhe von 23,5 Metern. Die Kuppel ist nicht nur das hervorstechende architektonische Merkmal, sie dient auch der Belichtung und der Entlüftung des daruntergelegenen Plenarsaals. Die Terrasse des Parlamentssitzes und die Kuppel sind in der Regel täglich bis 24 Uhr für Besucher geöffnet. Der Einlass ist bis 22 Uhr. Das Paul-Löbe-Haus zur linken Seite ist der Sitz der Ausschüsse und der Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages. Der Neubau rechts, der zum Wasser gelangten Freitreppe, ist das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, benannt nach der früheren Reichstagsabgeordneten. Sie war die erste Frau, die an einer deutschen Universität den Doktortitel erwarb. Zwei Fußgängerbrücken verbinden das Paul-Löbe-Haus rechts mit der Parlamentsbibliothek. Die untere Brücke ist öffentlich zugänglich, die obere ist lediglich den Abgeordneten und Bediensteten des Bundestages vorbehalten. Die Berliner nennen die Brücke deshalb auch gerne mal die höhere Beamtenlaufbahn. Das blaue Gebäude links beherbergt eine öffentliche Kindertagesstätte. Im gegenüberliegenden Gebäude befindet sich das Haus der Bundespressekonferenz. Die neue Kronprinzenbrücke vor uns ist eine zeitgenössische Konstruktion des Spaniers Santiago Calatrava, der gerne Tier- und Pflanzenformen in die Architektur überträgt. Eine Projektinitiative wissenschaftlicher Einrichtungen und Netzwerke, mehrerer Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen sowie der deutschen Bundesregierung. Das Weiße Eckhaus, ebenso rechts, wurde im Sommer 2015 als das erste Gebäude an der Ecke des Hafenbeckens eröffnet. Es beherbergt unter anderem den Sitz einer Wirtschaftsprüfergesellschaft. Der große Berliner Hauptbahnhof ist der wichtigste Personenverkehrsbahnhof in Berlin und zugleich der größte Turmbahnhof Europas. Mit täglich etwa 300.000 Reisenden und Besuchern steht er nach Hamburg, München und Frankfurt am Main auf Platz 4 der meistfrequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. Das markante Gebäude wurde vom Architekten Meinhard von Gerkern entworfen. Der Bahnhof umfasst eine Grundfläche von 430 x 430 Metern. Der Höhenunterschied zwischen der obersten und untersten Ebene liegt bei 25 Metern. Europflag. 54 Rolltreppen, 6 Panoramaaufzüge, 10 weitere Aufzüge sowie diverse feste Treppen verbinden die verschiedenen Ebenen. The Berlin Main Station. Berlin Main Station. I have seen 2006. Uns zugewandt und in der Mitte sehen Sie das Relief des Generalfeldmarschalls Moltke, nach dem die Brücke benannt ist. Links von ihm Julius Caesar und rechts von ihm Athene. Auf der linken Seite, in weiß, blicken Sie auf das Bundeskanzleramt. Das Kanzleramt trägt auch den Beinamen Waschmaschine. Das Bundeskanzleramt wurde von den Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank entworfen und ist Teil der Band des bundesgenannten Baugruppe hier im Spreebogen.
Das Kanzlerbüro ist 140 Quadratmeter groß. Im Gebäude befinden sich auch Wohnräume, zwei Kabinettsäle, Konferenzräume und die Büros der Angestellten. Etwa 450 Personen arbeiten hier. Ein im Keller installiertes Biodieselkraftwerk und Solarzellen sorgen für saubere und umweltfreundliche Energieversorgung. Das Bundeskanzleramt hat die Aufgabe, die für die Arbeit des Bundeskanzlers erforderlichen Informationen zu beschaffen und bereitzuhalten. Dies geschieht vor allem durch engen Kontakt zu den einzelnen Bundesministerien. Die schmale weiße Brücke führt vom Kanzleramt zum Hubschrauberlandeplatz im sogenannten Kanzlergarten. Garten, einen früheren Wald, der Kurfürsten zur Jagd diente und heute eine weitläufige Parkanlage ist. Auf der rechten Uferseite befindet sich im Hintergrund das Bundesministerium des Inneren. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ist die dazugehörige Bibliothek. Die schwarzen Mauerfragmente links im Inneren der Bibliothek erinnern an die 28-jährige Teilung und deren Todesopfer. Die Gebäude sind auch unterirdisch miteinander verbunden. Keiner muss mal hier schnell durch die Spree schwimmen. Die zwei grünen Männer mit der Leiter rechts sind ein Beispiel für die Synergie. Denn aus 1 und 1 führen 3. Hier ist mein Name. Insgesamt sind 140 Menschen wegen der Mauer gestorben. Eine weitere Gedenkstätte sind hier rechts die weißen Kreuze. Der etwas hellere Streifen, der dort Treppen hinabführt, zeigt den früheren Mauerverlauf zwischen dem großen Reichstagsgebäude und dem Reichspräsidentenpalais. Die Mauer ging entlang am rechten Spreeufer, blockiert die Spree auf der vorüberziehenden Donau, verlief dann hier links entlang am Ufer bis zur heutigen Parlamentsbibliothek. War das hier eine Wassersackgasse. Das Reichstagsgebäude ist der Sitz des Deutschen Bundestages und kann kostenlos besucht werden. Die Kuppel ist einzigartig. Der Blick nach oben steht für die Hoffnung. Der Blick hinab für die Erdprobleme. Im Plenarsaal werden dafür Lösungen besprochen. Der Kuppelgang verhilft jedem, sich als Teil des Gesamten zu verstehen. Die Brücke des Bahnhofs Friedrichstraße war Kulisse. Unter anderem fehlt die Bornverschwörung, als Matt Damon hier von der Brücke auf ein fahrendes Schiff sprang. Vor der Wende war der Bahnhof als Grenzkontrollstelle in der Mitte geteilt. Menschen aus dem Westen konnten hier mit der U- oder S-Bahn in die DDR einreisen. Eine Einreise in die DDR kostete bis zu 25 D-Mark Tagesvisum. Die Verabschiedung war oft mit Tränen verbunden. Daran erinnert der blaue Pavillon rechts. Und deshalb wurde schon. Hallo. Hallo. Willkommen in Deutschland. Nice prequels. Very interesting. Okay.
Auf der rechten Seite sehen Sie das Verwenderhaus für Handel, Dienstleistung, Tourismus. Gleich daneben, das Haus mit dem Kreuz, ist das katholische Militärbischofsamt. Es ist eine dem Bundesministerium der Verteidigung nachgeordnete Bundesoberbehörde. Das Gebäude hier am Weidendamm kann auf eine über 200-jährige militärhistorische Tradition zurückblicken und entstand 1773. Auf der linken Seite blicken wir auf Klinkerbahnen. In der nahegelegenen Ziegelstraße dahinter wurden Ziegel gewandt. Heute werden einige der Bauten von der Universitätsklinik der berühmten Charité genutzt. In der Ferne sehen wir den Telespagel, den Berliner Fernsehturm aus dem Jahre 1969. Er markiert mit 368 Metern den Gründungsstandort von Berlin. Die silberne Kugel ist im Sputnik erfunden. Dort oben befindet sich das Restaurant Sphere, was sich auf einem kreisenden Plateau einmal in einer halben Stunde dreht. Der Mobischer Park links erinnert an ein Schloss, das nach dem Krieg abgerissen wurde. Heute gibt es hier eine kleine Plätze, die Kinderschwimmer und Das Bode-Museum rechts wurde 1904 als Kaiser-Friedrich-Museum eröffnet und gehört zum Ensemble der Museumsinsel und damit zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es beherbergt die Skulpturensammlung, das Museum für byzantinische Kunst und das Münzkabinett. Der neobarocke Bau im französischen Stil entsprach ganz dem Geschmack seiner Majestät, Kaiser Wilhelm II. Wilhelm von Bode war der erste Museumsdirektor. Tomorrow I go on the top of the TV tower. The highest structure in Germany. Es entstand 1930 zum Einkauf der Jubiläum der Museumssitze. Es beherbergt das Vorderasiatische Museum, das Museum für islamische Kunst und Teile der Antikensammlung. Der Pergamonfries ist über 2 Zoll Gruft mit 500 Jahre alten Sarkophagen, ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Westturm hängt ein dreistimmiges Bronzegeläut. Es besteht aus 3 unterschiedlichen Glocken. Orgel in der Predigtkirche stammt aus dem Orgelbau in Stadtsauer. Das von Berlin. Im ehemaligen kaiserlichen Marstall rechts wurden früher Pferde, Kutschen sowie Schlitten des kaiserlichen Hofes untergebracht. Heute befinden sich hier verschiedene Einrichtungen, so zum Beispiel die Hochschule für Musik und die Berliner Stadtbibliothek. Im hinteren Brebeckhaus auch der Verein für die Geschichte Berlin e.V. Der daran anschließende Neubau ist das Haus der deutschen Wirtschaft. Ja, thank you. Die
Die bronzene Reiterskulptur des heiligen Georg als Drachentöter links stand ursprünglich im Hof des Berliner Schlosses. Das Nikolaiviertel mit seiner Nikolaikirche lädt ein, in der Großstadt eine Kleinstadt zu erleben. Tatsächlich früher einmal eine Wassermühlenbrücke. So wurde hier go back.